gefährlich, Meister Kota. Ich schulde euch mein Leben, doch... Ihr schuldet mir gar nichts. Ich sagte schon in der Wolkenstadt, ich kann nicht helfen. Nicht, seit ich erblindet bin. Er ist der Held. Das ist seine Rebellion. Helft uns, weil er euch darum bittet. Ihr seid der Erste, der gegen das Imperium zur Tat schreitet. Doch wir sind nicht für einen Krieg bereit. Wir brauchen Waffen, Raumschiffe und Leute mit Mut zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele sich uns anschließen werden. Doch, einige kennt ihr sicher. Nun ja, es gibt noch Senatoren, die sich gegen das Imperium äußern. Aber sie zu überreden... Wir müssen zeigen, dass das Imperium verwundbar ist. Lasst mich darüber nachdenken. Ich werde schon ein Ziel finden. In der Zwischenzeit, Senator, versammelt eure Freunde. Wir brauchen jede Hilfe. Master, er ist hier. Bekamt ihr meine Nachricht? Ja, die Mission verläuft gut. Ich habe weitere für die Sache gewonnen, doch... ich brauche euren Rat. Sie wollen einen Großangriff gegen das Imperium. Die Herrschaft des Imperators beruht auf Angst. Du musst ein Symbol dieser Angst zerstören. Das Imperium baut Sternzerstörer über Raxus Prime. Diese Werft ist dein nächstes Ziel. Danke, Lord Vader. Es herrscht viel Konflikt in dir. Deine Gefühle für deine neuen Freunde werden stärker. Vergiss nicht, dass du mir immer noch dienst. Ich bin noch ungern er. Ich glaube, er auch. Master! Juno. Ich wollte euch nur fragen, wohin ihr jetzt wollt. Aber es ist euch wohl schon gesagt worden. Juno, es ist nicht so, wie es aussieht. Doch, das ist es. Ihr seid Vader immer noch treu. Er nannte mich Verräterin und wollte euch vernichten. Doch ihr bleibt sein... Sklave. Warum habt ihr Vader getrotzt und mich gerettet? Ich brauchte jemanden, der das Schiff fliegt. Aber das stimmt doch nicht. Dass ich hier bin, hat nichts mit meinen Fähigkeiten zu tun. Schon bald entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, nicht euer Meister. Und wenn der Moment gekommen ist, denkt bitte daran, dass auch ich alles zurückließ, was ich je gekannt habe. Bitte, lasst mich nicht noch ein Leben verlieren. Bekomme ich euch nicht heran. Wenn ihr einen Weg zur Aufbereitungsanlage gefunden habt, können wir die Erzkanone einsetzen, um die Werften direkt anzugreifen.
Ich höre. Proxy hat das Schiff verlassen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich schon. Ich weiß, was er vorhat. Danke für die rechtzeitige Warnung.